willkommen zu Gemeinsam mit das Motorrad. Der heutige Cooldown-Teil ist ein idealer Abschluss für eine Rückenbringung. Für die erste Übung legen wir uns auf den Rücken. Kopf kann dabei abgelegt werden und wir ziehen die Beine zur Brust an. Wir achten darauf, dass wir ruhig ein- und ausatmen. Nun richten wir uns auf und versuchen vor und zurück zu schaukeln. Wir wiederholen die erste Übung noch einmal, legen uns dabei wieder auf den Rücken und entspannen uns. Und wir schaukeln wieder vor und zurück. Für die Kindsposition beginnen wir im Fersensitz und beugen den Oberkörper nach vorne. Stirn kann dabei auf der Matte abgelegt werden. Die folgende Übung nennt sich der Durchhänger. Dabei sind die Knie auf der Matte, Gesäß ist in der Luft, Stirn und Arme sind dabei abgelegt. Beim herabschauenden Hund sind beide Füße und Handflächen fest auf der Matte, das Gesäß ist dabei in der Luft und der Rücken bleibt dabei möglichst gerade. Wir wiederholen den Durchgang und beginnen in der Kindsposition. Und wir wechseln die Übung. Wir machen noch einmal den Durchhänger. Wir wiederholen noch einmal die Übung vom herabschauenden Hund und achten dabei auf eine ruhige Atmung. Nun mache es dir auf deiner Matte bequem, lege dich auf den Rücken, Arme und Beine werden entspannt.
Rücken und Kopf finden ebenfalls für dich eine angenehme Haltung. Schließe deine Augen und spüre deinen Atem. Achte, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt. Die Entspannung kommt nun ganz von alleine. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal.